Da könnt ihr eure SIM-Karte reinpacken. Hier haben wir zwei Leitungen. Und es hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Hier geht es mehr um die Technik, um die Idee dahinter, vielleicht auch, dass ihr diesen Artikel überhaupt kennenlernt, dass es sowas gibt, dass ihr eure Standheizung anrufen könnt. Hallo Freunde, ihr wisst ja, dass ich ein bisschen technikverrückt bin und heute verbauen wir was, damit ich den Oskar auch mal anrufen kann und nicht fragen kann, wie es ihm geht, sondern ich möchte meine Standheizung gerne steuern können über einen Anruf. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und weiß, okay, gleich möchte ich ein warmes Auto, dann rufe ich an, meine Standheizung geht an. Hier in dem Video wird das jetzt mit der Planar 2D passieren. Ihr wisst ja, dass ich die verbaut habe. Da gibt es einen Schalteingang, der braucht eine Flanke, wenn ich mich recht erinnere. Was ihr dazu braucht, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung wieder. Und dann braucht ihr noch eine SIM-Karte. Ich benutze eine ganz normale Telekom Prepaid-SIM-Karte. Ihr braucht da auch nicht viel Geld drauf, nur zum Einrichten. Aber das Ganze seht ihr jetzt. Viel Spaß! So, als allererstes, was findet ihr überhaupt in dem Paket? Das ist jetzt dieses ganze Modul, da kommt nachher auch die SIM-Karte rein. Dann habt ihr eine kleine Antenne noch, damit ihr auch Empfang habt. Und noch zwei Anschlussklemmen, einmal für Plus und Minus und einmal für den Schaltausgang für das Relais, was dann eben halt geschaltet wird. Und jetzt machen wir uns auch mal den Einbau. So, jetzt kommen wir nochmal zur Erklärung von dem ganzen Ding. Antenne natürlich anschrauben. Hier hinten habt ihr jetzt dieses kleine Fach, was ich geöffnet habe. Da könnt ihr eure SIM-Karte reinpacken. Das mache ich jetzt auch gleich. Hier scheint noch ein Reset-Knopf zu sein. Wofür der genau ist, kann ich gar nicht sagen. Aber ich schätze mal, um die Einstellung einfach komplett zu resetten. Denn ihr könnt eure Rufnummer sozusagen einspeichern. Das heißt, nicht jeder, der diese Nummer hat, kann das Teil einfach anrufen und anmachen. Sondern eben nur wirklich bestätigte Nummern. So, jetzt habe ich hier mal den Stecker vorbereitet, das ist halt Plus und Minus. Ganz wichtig ist immer, was ich oft, glaube ich, nicht sage, aber was für mich einfach klar ist, wenn ihr eine Plusleitung habt, sichert das Ganze nochmal ab. Ich habe einen kleinen Kfz-Sicherungshalter hier drin, der sitzt jetzt hier vor, da packe ich eine kleine Sicherung davor. Meistens habt ihr in der Anleitung auch drin stehen, mit wie viel Ampere das abgesichert werden muss. Den Stecker könnt ihr dann hier hinten eben reinstecken und der andere wichtige Anschluss ist natürlich der hier. Da haben wir jetzt drei Möglichkeiten anzuschließen. Das ist jetzt sozusagen der Ausgang von dem Relais. Das heißt, ihr habt hier einen COM-Anschluss und einmal Normally Closed und Normally Open. Das heißt, die Verbindung zwischen COM und Normally Closed ist geschlossen. Das heißt, wenn ihr anruft, öffnet sich der Kontakt. Und bei dem Normally Open und COM, da ist der Kontakt eben halt normal offen. Das heißt, wenn ihr anruft, schließt der Kontakt. Das brauchen wir auch, das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch die Leitung raussuchen von der Planar, die wir hier anschließen müssen und dann können wir das Ganze auch schon testen. Aber ich zeige euch gleich nochmal die Leitung von der Standheizung. So, hier seht ihr jetzt die ganze Standheizung, die ganze Verkabelung und hier haben wir zwei Leitungen. Das ist einmal eine weiße Strippe und eine braune. Da ist noch ein Schrumpfschlauch vorne drauf und das soll die Ansteuerung sein, falls man per Fernbedienung oder halt eben jetzt per Anruf das ganze Ding steuern will. So, jetzt haben wir zwischendurch mal einen Break gemacht, weil es einfach ein bisschen zu dunkel wurde und es hat auch nicht auf Anhieb geklappt, wie ich es mir das vorgestellt habe. Aber woran das lag, das möchte ich euch jetzt ganz kurz mal sagen. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die SIM-Karte nochmal in ein altes Handy packt oder in irgendein Handy, wo das reinpasst und dann die PIN-Sperre rausnehmt. Das heißt, die muss auf jeden Fall entfernt werden, weil sonst kann das Gerät mit der SIM-Karte nichts anfangen und ihr könnt das Gerät auch nicht erreichen über einen Anruf. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal genau an und ich zeige euch auch, dass es funktioniert und wie es funktioniert. So sieht das Ganze jetzt fertig angeschlossen aus. Hier links seht ihr den Spire-Stecker für Plus und Minus und hier rechts das Relais, was geschaltet wird, wenn ihr angerufen werdet. Das habe ich ja des Öfteren schon erwähnt. Hier unten die zwei Drähte von der Standheizung mit drin. Schaut euch das genau an, wie das hier angeschlossen ist. So müsstet ihr das dann auch anschließen. Und hier oben blinkt noch so eine kleine Lampe, dass ihr auch Netz habt sozusagen. Und die SIM-Karte ist natürlich in dem Gerät verbaut. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie das Ganze übers Handy gesteuert wird, beziehungsweise wie man das einstellen kann. So, das ist jetzt mal mein Handy, so sieht das hier aus. Hier gibt es eine App, die gibt es auf jeden Fall im Apple Store und im Google Store, soweit ich mich informiert habe. Da könnt ihr dann ein Device hinzufügen. Mein Device habe ich jetzt einfach hier mal Standheizung genannt, da könnt ihr drauf gehen. Und dann könnt ihr dementsprechend eigentlich alles auswählen, was ihr haben möchtet, beziehungsweise was ihr einstellen möchtet. Hier könnt ihr einstellen, dass wirklich nur autorisierte Leute das Relais auch steuern dürfen. Das heißt, ihr könnt eine feste Nummer vorgeben oder auch mehrere feste Nummern. Dann, wie lange zum Beispiel das Relais schalten soll.
und so weiter und so fort. Also könnt ihr wirklich alles Mögliche einstellen. Das Interessante ist eigentlich, dass immer wenn ihr nur auf so einen Button drückt, dann erstellt die App eigentlich nur eine SMS mit einem Inhalt, mit einem ganz bestimmten Inhalt, der dann an die Box gesendet wird. Wichtig ist, dass ihr das Passwort vielleicht auch nochmal ändert, weil das standardmäßig immer auf 1, 2, 3, 4. Ich kann euch das jetzt nochmal an einem ganz kleinen Beispiel zeigen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier Relay Close Time nehmt zum Beispiel. Also wie lange soll das Relay schalten? Da habe ich 0,5 Sekunden, weil ich wirklich nur eine Flanke brauche, um die Standheizung einzuschalten. Könnt ihr auf den Haken drücken. Es dauert eine kleine Sekunde und dann seht ihr, dass eine SMS erstellt wurde, wo dann dementsprechend ein kleiner Code drin steht und den könnt ihr dann raussenden. Für mich war das Interessanteste aber natürlich, dass ich das Teil anrufen kann. Hier oben links steht dann drin Make Call, also dass ihr sie anrufen wollt. Theoretisch könnt ihr auch einfach die Nummer wählen, die eure SIM-Karte in dem Gerät hat und dann wird dementsprechend das Relais geschaltet und eure Funktion, was auch immer, vielleicht Standheizung, vielleicht auch ein Licht, geht dann dementsprechend an. Das Ganze möchte ich euch natürlich jetzt auch nochmal zeigen, dass das funktioniert. Dafür muss ich den Flugmodus einmal rausnehmen. Es kann sein, dass dadurch Störgeräusche entstehen. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal, aber anders funktioniert es eben nicht. Jetzt sagen wir Make a Call. Sagen wir Anrufen. Und dann wird auch schon der Bus angerufen. Man sieht sogar einmal an dem Gerät, dass das Relais geschaltet wurde. Und nach kurzer Wartezeit springt die Standheizung dann komplett automatisch an. Interessant ist vielleicht auch noch, egal in welchem Modus ihr vorher wart, die Standheizung geht einfach in den Leistungsmodus auf volle Kanone. Aber das Ganze ist sicherlich auch gewollt, weil die einfach volle Pulle heizen soll in dem Moment und vielleicht die Scheiben freimachen soll oder, ne? Was sie sich dabei auch immer gedacht haben, auf jeden Fall ist es normal, nicht, dass ihr euch wundert. Was auch noch sehr interessant ist, ist, dass das Modul eine SMS rausschickt, wenn das Relais geschaltet wurde, beziehungsweise wenn es ausgeschaltet wurde. Das könnt ihr auch abschalten, da gibt es verschiedene Anleitungen im Internet, auch auf Deutsch, wie ihr denn die SMS-Codes zusammensetzen müsst, damit ihr dann dementsprechend das Modul programmiert und... Ja, das finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Mir gefällt's. Ich habe euch bei Instagram übrigens gefragt, ob ich ein Video dazu machen soll oder nicht. Ihr habt dafür abgestimmt. Ich versuche ja meine Videos immer ein bisschen spektakulärer zu machen. Hier ist das Ganze natürlich nicht ganz so spektakulär. Hier geht es mehr um die Technik, um die Idee dahinter. Vielleicht auch, dass ihr diesen Artikel überhaupt kennenlernt, dass es sowas gibt, dass ihr eure Standheizung anrufen könnt, beziehungsweise einfach irgendeinen Verbraucher darüber schalten könnt, indem ihr es mit dem Telefon anruft oder eine SMS schreibt, was ich irgendwie ganz spektakulär finde und was ich ganz geil finde. Wenn man genau weiß, ich komme gleich wieder zu meinem Auto zurück und dann soll das Auto einfach warm sein, ohne jetzt einen Timer zu stellen oder ähnliches. Damit aber noch ein bisschen mehr hier im Video passiert, werde ich jetzt noch den Ausströmer hier austauschen. Warum? Und zwar habe ich hier unten im Fußbereich einen Ausströmer. Den habe ich schon leider kaputt getreten bzw. kaputt gemacht, weil ich eben halt mit dem Fuß dagegen gekommen bin. Das ist jetzt ein Ausströmer von Webasto, auch ebenfalls von Tiger Expert. Und hieran könnt ihr ganz gut erkennen, glaube ich, dass wenn man selbst die Klappen öffnet, dass man Schutz davor hat, weil das Gehäuse so gebaut ist, dass eben halt kein Zerstören möglich ist. Und den werde ich jetzt nochmal austauschen, weil mein anderer eben kaputt ist und ich den Ausströmer nicht mehr vernünftig schließen kann und nicht mehr vernünftig öffnen kann. So, jetzt steht im Skiurlaub mit dem Bus eigentlich gar nichts mehr im Wege. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ich es dieses Jahr noch schaffen würde. Ich muss mal gucken, ob das klappt. Dann werdet ihr davon natürlich auch Vlogs sehen und dann das Ganze in Action sehen. Auch zum Beispiel, wie ich mal meinen Bus anrufe, damit es warm wird. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben, falls es so ist. Und ich denke, dass wir uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein! Ja, das hier ist kein Outtake. Wer bis hierhin geguckt hat, kriegt jetzt nochmal eine kleine private Geschichte. Und zwar ist es so, dass ich jetzt meine Bachelorarbeit bestanden habe. Das heißt, das Studium ist beendet. Ich habe ein Elektrotechnikstudium absolviert und ja, das ist jetzt durch. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt unendlich viel Zeit für YouTube habe, weil es Vollzeit funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, ich arbeite 40 Stunden die Woche jetzt ganz normal, aber zumindest ist das Studium aus dem Kopf. Ich kann mich voll darauf konzentrieren zu arbeiten und natürlich super, super viel Zeit in diese Videos zu investieren und natürlich auch in die Ideen, die ich an meinem Bus noch habe, auch wenn man manchmal denken mag, was will man jetzt eigentlich noch machen. Ich habe noch Ideen und es wird auf jeden Fall noch einiges Spektakuläres kommen, hoffe ich zumindest, ich will nichts versprechen. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum in letzter Zeit so ein bisschen unspektakuläre Videos kamen, es ist einfach...
schön, jetzt einfach die Zeit dafür zu haben und dann sich einfach mit dem Kopf auch intensiver damit zu beschäftigen, wie die YouTube-Videos auszusehen haben, und weil ich einfach auch die Leidenschaft im Film und Videoschneiden einfach gefunden habe und mir das super viel Spaß macht. Also, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video.